Und damit willkommen zurück zu Cookie Cutter Folge 11. 11 mit Ö. Wir sind, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, schon wieder eine Woche nicht gespielt, das ist immer ganz schlimm. Was haben wir denn hier? Ah, abgetrennte Gliedmaßen, Marke Nummer 4, Seelenbesitzer Tetsuo Hoge. Männlich 56 Jahre alt und ein Hacker. Letzte Worte, ich wette, es ist sein Geburtsdatum. Nice. Wie spielt man das Spiel? Wie spielt man das Spiel for real? Yikes! Okay, also grundsätzlich schon mal darüber. Erstmal darüber. Jetzt Gitarre, Alter. Okay, ich habe rausgefunden, wie man das Spiel spielt. Das ist alles gut. Ich habe alles wieder unter Kontrolle. Die Spaghetti sind wieder eingepackt. Nach rechts muss ich auch. Den punchen wir mal um. Und dann trete ich ihm ein bisschen ins Bäuchlein. Ja. Und dann trete ich mir ein bisschen mehr ins Bäuchlein. So. Soße ist voll. Oh, das ist so nice. Das ist so nice. Ich weiß nicht warum, also jetzt mal Real Talk. Aber ich habe mich gerade ganz schön gewehrt, so, also mein Körper hat sich gewehrt, das Spiel zu starten. Und ich mir gedacht, boah, eigentlich hast du gar keinen Bock drauf. Irgendwie ist das nicht so wirklich geil. Aber dann starte ich es wieder und ich meine, das ist schon eigentlich ganz gut, ne? Ich weiß nicht, woher der Tag kommt. Vielleicht, weil ich einfach, weiß ich nicht, vielleicht, weil ich einfach Vampire Spawn spielen will. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe so sucht schon wieder nach Vampire Spawn. Da habe ich schon wieder die ganze Woche eigentlich nur das gespielt. Egal. Es ist halt manchmal so. Manchmal hast du halt Bock auf das eine, manchmal hast du Bock auf das andere. Manchmal hast du gar keinen Bock. Und manchmal hast du den ganzen Tag Bock. Und das war ein Shortcut. Aber nicht der richtige Weg. Das gibt mir zu denken. Ach, hier geht's noch weiter. Oh Gott sei Dank. Verrecken Sie, Dankeschön. Ist noch ein Hebel? Ah, und jetzt kann ich damit nach oben fliegen. Okay, okay, okay. Wir machen alles richtig. Alles unter Kontrolle. Nein, 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 nein. Nochmal anschießen. Ich will nicht gegen die richtig kämpfen. Ich will die einfach nur totschlagen und aussaugen. Und da oben könnte ein Secret sein. Nein, ist einfach nur dafür da, dass man hier durch kann. Bitte schieß mich nicht an. Ich hab gesagt, du sollst mich nicht anschießen. Kannst du denn keine einfachen Befehle ausführen? Ah! Ich habe ein bisschen viel Energie. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich heute wieder Spätdienst habe und deswegen hier rumsitzen kann und aufnehmen kann, so viel ich will. Das heißt, so viel ich will. So viel wie ich kann, halt darf, will, zeitlich hinkriege. Aber wie komme ich daran? Aber ja, auf jeden Fall, ich habe viel Energie. Ich nehme jetzt hier ein paar Folgen auf. Ich habe auch schon wieder das nächste Metroidvania angefangen. Beziehungsweise so ein Showcase dazu gemacht. Allerdings, wenn die Folge hier jetzt rauskommt, dann ist sowieso die... sind wahrscheinlich sowieso einige Tage bereits vergangen, seitdem diese Folge aufgenommen wurde. Oh Gott! Und die ganzen Metroidvanias, die ich aufgenommen habe, wurden schon alle released. So zumindest der Plan. Ich hoffe, daran ändert sich nichts. Aber ich habe ja vor, jetzt ein bisschen wieder mehr Metroidvanias zu zeigen. Selbst wenn wir sie nicht durchspielen als Let's Play. Weil es eignen sich einfach nicht alle Metroidvanias als Let's Play. Es eignen sich insgesamt nicht alle Spiele als Let's Play. Natürlich kann man immer dazu eins machen. Aber einige... Some games are created more equally than others, ja? Das heißt, ich finde ja so ein Story-Game... Well. Immer ganz nice zu Let's Playen. Aber wenn es halt nur aus Story besteht, also wirklich nur Dialoge zum Beispiel, wie eine Visual Novel zum Beispiel, dann sehe ich nicht den Bedarf, es zu Let's Playen. Eine Visual Novel zu, warum würde ich eine Visual Novel Let's Playen? Ich kann ja einfach dann selber das Spiel spielen, weißt du? Versteht ihr meinen Gedankengang dahinter? Das ist alles Quatsch. So. Die haben wir einfach richtig schön langsam in Gesicht getreten. Ist hier noch was? Nee. Okay. Das ist einfach ein anderer Weg zurück. Gut. Achso, das ist der einzige Weg zurück, weil wir können ja mit den Tubes hier nicht zurück, weil die gehen ja mal in eine Richtung. Okay, okay, okay. Hey, hey, beruhig dich, beruhig dich. Das ist ja easy. Das muss doch bestimmt da hoch. Und schau an, wie easy das ist. Achso. Ah. Gott.
Keine Ahnung, ob wir das jetzt nochmal brauchen, das Teil. Hier ist ein Checkpoint. Ein Swagpoint. Ich folge einfach jetzt mal dem Weg, dem mich das Spiel entlang führt. Halt die Fressen! Halt die Fräsen! Ich hab gesagt, du sollst die Fräsen holen! Das ist ein Punk-Game, da darf man fluchen. Das ist wie ein Subnautica, das ist auch ein Punk-Game, da darf man auch fluchen. Das ist alles legitim. Nein! Oh, meine Zwiebeln! Ich mumble hier einfach nur random gibberish. He is yapping, ladies and gentlemen. He's yapping. Nein! Ich benötige diese Plattform. Dann heilen wir uns doch nicht, sondern wir heilen uns hier. Da schießt schon wieder jemand wie ein Wilder auf mich. Ich liebe diesen Fernkampfangriff. Ich liebe den sehr. Mach den sehr gerne. Kann ich hier hin? Nee. Also, ja, ich kann da hin, aber das ist kein Secret. Schön. So, wir gehen mal. Unten ist eine Truhe. Dann gehen wir wohl unten lang. Oh Gott! Da bin ich nicht gefallen. Muss ich schnell weg. Aber die haben nichts gegeben. Ich brauche mehr Leben. Ich bin bei 27. Wenn ich nochmal in so ein Elektro-Ding reingrabbel, bin ich tot. Und das möchte ich nicht. Da kann man doch hin. Da kann man doch hin. Da kann man doch hin. Oder kann ich da raus? Da kann man doch rein. Das geht nicht. Das muss gehen. Das geht nicht. Okay. Aber da muss ja was sein. Ich meine, wir sehen ja die Truhe hier auch schon. Da ist sie. Wie der auf mich Naruto runnt ist. Nein, da wollte ich nicht. Nein! Oh Gott. Ja, kill den. Okay. Bisschen Life Leech. Bisschen Heal. Wir sind nicht gestorben. Das ist sehr gut. Ich sterbe gerne nicht. Das finde ich toll. Bin aber versteckt. Nö. Ups, ich wollte eigentlich was anderes machen. Ich wollte nicht auf ihn drauf bashen. Ich will die da runterschlagen. Oder zumindest woanders hinschlagen. Hä? Da ist ein Ding. Auf deiner Seite. Ich bin reingesprungen. Stopp. So, einmal zermörsert. Dann den vermöbeln. Zweimal zermörsert. Volle Energie, alles kein Problem. Oh, das habe ich nicht gesehen. Mist. Kommen Sie her. Kommen Sie bitte mal zu mir. Kommen Sie in mein Büro. Mr. Jago, kommen Sie mal in mein Büro. Ups. Nein. Schön. So. Drüben kann keiner hin. Jetzt muss ich noch irgendwo zwei Leute herkriegen, die ich da reinschmeißen kann. Leichter gesagt als getan. Hier vielleicht? Nee. Ja, weiß ich nicht. Hätte ich vielleicht den Typen mit runterschmeißen sollen. Money. Wir haben so viel Geld mittlerweile, aber nichts, was wir damit machen können. Hallo Doktor. Katerchen. Nein. Gut. Nein. Okay, der ist nicht mehr. Der ist nicht mehr zu retten. Hier ist niemand mehr. Das heißt, ich muss das später nochmal machen, wenn alles respawned ist. Alles klar. Den hätte ich vielleicht noch rüberkicken können. Mit denen lege ich mich bestimmt nicht an. Goodbye. Ah ne, ich kann ja nicht durch Räume treten. Nevermind. Hat sich auch schon wieder erledigt. Ups. Kann ich von hier? Eins. Oh. Na gut, jetzt habe ich aber iframes. Haha. Wum, wum,
Ja, ich bin ein sehr humaner Mensch. Na komm, schlag mich doch. Schlag mich! Tu's! Ja, die hätte ich gebraucht. Ach, das waren die, die ich unten gekillt habe. Die hätten Gegner gespawnt. True, daran habe ich gar nicht gedacht. Die hätte ich bei dem Einsaugteil leben lassen können. Dann hätten die Gegner gespawnt und dann hätte ich die Gegner da reinschießen können. Gib mir das Geld. Gib mir das Geld. Das war's wert. Oder so ähnlich. Ha! Oh, guck mal, der kleine Geist. Voll cute. Also die kleine Geisterstatue da hinten. Ne? Da ist sie. Voll cute. So, da ist noch ein Typ. Der lebt noch. Also der ist noch nicht gestunt. So. Da kann man nach unten. Vielleicht ist das ein Shortcut. Wahrscheinlich ist es ein Shortcut, lieber. Oder es ist ein Point of No Return. Ja, damit können wir wieder nach oben. Das ist ein Shortcut. Ey, jo. Aber kann ich damit jetzt... warte mal. War hier nicht ein Safe Point irgendwo? Da links erst wieder? Yikes. Okay, pass auf. Wir gehen mal ganz kurz zu dem Safe Point. Und dann machen wir ein bisschen PC Witchery. Und dann... Also wir speichern jetzt und dann gehen wir ins Menü und dann gehen wir wieder rein und dann benutzen wir die Röhre. Die Röhre des Glaubens. Ich will mal was ausprobieren, wenn ich jetzt den Raum wechsle und jetzt hier ins Menü zurückgehe. Bin ich dann im richtigen Raum? Und sind die Gegner respawnt? Ne, man spawnt immer an der Station. Die Gegner sind respawned, aber man spawnt an der Station. Man spawnt an der Station. Das ist also sehr gut, dass wir da nochmal gespeichert haben. So, durchdodgen. Wir wollen die ja jetzt alle gerade mal ganz kurz ignorieren. Ja, ja, ihr seid einfach nur irgendwelche Larrys. Lasst mir mal alle in Ruhe hier. Aber zusammen arbeiten. Und boom. Guten Tag, die Herrschaften. Ich muss mal ganz kurz bitten, das Gebäude zu verlassen. Wow! Der Spieler übelst auf mich draufgerannt. Der kann nix. Der muss ja auch nichts können. Der muss nur sterben. Der muss mir Ressourcen spenden. So. Und die Herren hier. Ja, komm. Nice. Wie viele Leute brauche ich? 4. Ja, dann sind wir ja jetzt fertig. Rein in die Tür. 2 Truhen. Seelenflaschen. Hatten wir, glaube ich, noch nie. Okay, sonst nichts weiter Besonderes. Aber wir haben es abgeschlossen. Sehr nice. Jetzt ist nur die Frage, wo gehen wir weiter? Achso, natürlich links. In die einzige Richtung, in die wir weitergehen können. Nach links. Der schießt direkt, wenn ich zur Tür rauskomme, auf mich. Das ist natürlich frech. Goodbye. Ja, ich mache das immer noch sehr gerne. Die Gegner einfach in irgendwelche Umgebungs... Umgebungselemente zu schubsen. Puh. Dann habe ich meinen Spaß. So, hier geht es natürlich schön nach oben. Da drüben ist eine Plattform. Da komme ich aber nicht ran. Ich habe keinen Enterhaken. Fragezeichen, noch nicht Fragezeichen. Marke Nummer 3. Seelenbesitzer Margia Bathtub. Weiblich 77 Jahre alt. Türsteherin. Letzte Worte, ich hätte gerne ab und zu etwas Punk. Punk is not dead, baby! Auch wenn ich nicht wüsste, dass irgendjemand noch gerade Punk macht, aber... Das ist halt auch so ein... Also ich will nicht totes Genre sagen, aber doch keiner schon irgendwie. Ich meine, wer macht denn heute noch Punk? Die ganzen OG-Punks sind alle Rentner. Alle Rentner. Hast du mich über den Speicherplatz drüber gesprungen, das ist auch smart gewesen. Warum ist eine Tür, mit der man... die man eindreschen kann? Ich schätze, das will ich. Da ist auch ein Hebel drin. Da muss ich von links kommen. Das wahrscheinlich muss ich schlussendlich von oben kommen. Huh! Okay, ich kann die einmal anschießen, dann kann ich die sofort exekutieren. Das ist eigentlich ganz geil. Nein, 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 nein. Nein, du blöder Penner. Ich wünschte, ich könnte durch die Wand schießen. Das wäre voll praktisch. Nein,
Sitz aus. Der Schuss ist so gut. Jetzt hier in den Secret Neck. No! No! Ich verbitte mir das. Hm. Oh, ist da eine Energiezelle drin? Keine Ahnung, wie ich jetzt auf Ariel komme, aber... Under the sea! Ich sterbe nie! Habe ich jetzt gerade nichts bekommen? Elektrisches Organ, achso. Hm. Ja, weiß ich nicht. Stop it! Elise! Wir sind so stark. Am Anfang habe ich gedacht, das Game ist übel schwer, weil wir halt nur auf die Schnauze bekommen haben. Aber mittlerweile denke ich, wir sind so stark. Wir pflügen hier einfach nur durch. Eins, zwei. Und bam. Und jetzt Säge. Und dann einmal anschießen. Und Säge. Und dann die zusammenschlagen. Also zusammenschlagen im Sinne von auf einen Haufen schlagen. Nicht vermöbeln. Also vermöbeln auch. Ihr versteht schon. Ihr wisst doch, was ich meine. Ihr seid doch in meinem Gehirn. Ihr seid ja alle gar nicht echt. Ihr seid ja nur Stimmen in meinem Kopf. Boah, der größte Plot-Twist meines Lebens, ey, dass ich aber verrückt bin. Boah. Hebel. Jetzt muss ich hier irgendwie das hier machen und dann Ground Zero. Was? Achso, jetzt kann ich hier unten lang, oder was? Okay, da ist Energie. Mit der können wir noch nichts anfangen. Das war knapper, als ich zugeben will. Wupp. Wupp. Da noch jemand, der mir hier im Weg steht? Nö. Ah, doch, da oben. No. Ah, mein Gott, er hat mich tatsächlich noch angeschossen. Naja, besser als angeschissen, nicht wahr? Haha. Wupp. Dann gehen wir da in die Elektroabteilung. Dankeschön. Ah, da kann man runterfallen. Höp. Okay, das war knapp. Nein. Nein. Bitte. Bitte lasse mich zufrieden. Vielen Dank, starke Mann. So, wen haben wir hier? Ah! Kill den! Der muss weg. Der muss umgestoßen werden. Der muss. Du kannst sie so gut vermöbeln. Das ist so nice. Jetzt stoßen wir den um. Und jetzt können wir den auch killen. Und jetzt sind wir schon wieder einfach voll. Kriegen so viele Ressourcen. Energiezelle? Eine gesprungene Maske. Hm. Okay. Zwei Wege sind offen. Wir können da drüben nochmal speichern. Nochmal speichern gehen. Ja, schöne Sache, du. Da oben sind wir fertig. Da unten sind wir fertig. Da muss ich irgendwie hinkommen. Keine Ahnung wie. Aber vermutlich ist es einfach dem Weg folgen. So, es müsste eigentlich... Miniboss kommen, wollte ich sagen, aber es ist eine Arena. Aber auch damit kann ich persönlich leben. Sehr schön. Verkloppung. Das läuft. Was ist er? Das ist Grillbees. Also Grillby aus Grillbees. Aus Undertale. Ja, soll ich den mal parieren? Ich zeige euch, wie man das macht. Das kann man nicht parieren. War unfair. Da konnte ich nichts dafür. Das hätten wir parieren können. Hm. Neuer Gegnertyp. Nein, ich wollte den finishen. Ach. Na gut, werden wir bestimmt noch häufig genug machen. Ja, wir haben so viel Cash mittlerweile. 6767. 6768. Jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Toll. Links oder rechts? Hm. Also wenn ich jetzt durch diese Röhre gehe, dann komme ich nicht mehr zurück. Also gehen wir erstmal nach links. Was ist denn nun? Was ist das für eine Donkey Kong Country-Sache hier? Ach, ich? Nee. Nee, ich muss hier draufstehen. Okay.
Ups. Hm. Ah! Ich schaffe es nicht. Motorisch. Oh! What? Das war überraschend. Gebe ich zu. Hier! Das ist... Leute, das ist nicht so leicht, wie es aussieht. Das Timing zu hitten ist... Nein, jetzt bin ich da drin! Ich will doch gar nicht da drin sein! Okay, beruhigen wir uns mal. Lass mich da raus! Jetzt hängt das da oben! Please! Nein! Nein! I do not like it! Hä? Achso, das muss... Muss das einfach nur straight up von hier nach oben geschossen werden? Ist das tatsächlich so einfach? Ach so. Ja gut, das muss man ja auch erstmal wissen, ne? Leeren Welle, jetzt kannst du deinen Gegner zeigen, was eine Harke ist. Dann haben sie keine große Klappe mehr. Wenn du auf den Boden RB drückst, verschießt Cherry zwei mächtige Energiekugeln aus der Leere, die in einem weiten Bereich um sie herum viel Schaden verursachen. Okay. Kostet Punkte. Aber kann ich das auch benutzen, um irgendwas freizuschalten? Ja gut, dass ich nochmal nach links gegangen bin, ey. Boah, mal ganz kurz für eine Sekunde nachgedacht, anstatt einfach nur zu handeln und schon habe ich... mir dafür sehr viel Weg gespart. Mega gut. So. Das ist jetzt also der richtige Weg. Nicht genug leer, um irgendwas zu machen. Na, oh, wir werden gleich leere haben. Falls ich überlebe. Auf den da. Kill den. Very good. Oh, ich habe immer noch nicht genug Punkte. Was? Oh, den brauche ich. Oh mein Gott, das ist ja broken. Gut, ist kein Wunder, dass das 50 Punkte kostet oder so. Stack die. Stack die alle miteinander. Jetzt killen wir den. Und dann machen wir unseren God-Mode an. Das ist ja insane! Jetzt killen wir den als nächstes. Gibt uns Energie und Macht. Das müsste reichen, oder? Ah, ich stand genau an der Grenze. Naja. Konnte ich niemanden killen. Aber. Reicht ja, wenn ich das hier mache. Kann ich nicht in der Luft machen. Ich muss dafür am Boden stehen. Aber ich stehe ja den Himmel am Boden. Das ist so stark. Das ist so geil. Nicht so geil wie das Geschoss, Fragezeichen, aber naja. Marke Nummer 5, Seelenbesitzer Viktor Malek, wenn nicht 19 Jahre alt, Drogenabhängiger. Letzte Wort, ich bin eine Orange. Nice. Wir haben eine Orange kennenlernen dürfen. Orange. Das Wort Orange wird mich für immer und ewig an typisch Andy erinnern, in der Folge, wo er versucht hat, einen Reim auf alles zu finden und dann muss er einen Reim auf Orange finden. Ich weiß immer noch nicht, ob das im Deutschen überhaupt ein Wort war, was er gefunden hat, aber das Reimwort war Melange. Ich glaube nicht, dass das ein Wort ist. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich funktioniert das nur auf Englisch. Das ist natürlich ein bisschen doof mit so Reim-Episoden oder so. Episoden, die speziell in einer Sprache halt funktionieren. Die funktionieren halt meistens in keiner anderen. Das ist dann immer ein bisschen kaki. Man muss das Lokalisierungstool... Team einen guten Job machen.
Hey, na? Hey, Schluck hier. Also, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so heiß ist. Wo kommst du denn her, Schnucki? Verpiss dich, du Spinner! Okay, okay, falsche Herangehensweise. Warte, ich entschuldige mich für mein Verhalten. Frauen, die etwas Fleisch auf ihren Knochen haben, machen mich einfach so an. Ich würde diesem Individuum nicht trauen. Seine Absichten sind unklar und sein Nutzen für unsere Sache ist zweifelhaft. Ich habe schon genug Verehrer. Was bist du eigentlich, ein Drogendealer? Ich kann alles sein, was du willst, Schnucki. Ich verkaufe Drogen, ich verkaufe Sachen, ich verkaufe Liebe. Was du brauchst, wenn du es brauchst. Und wenn du eine Beziehung mit mir willst, bekommst du ein kleines Geschenk von mir. Genau hier, jetzt sofort. Beziehung? Was hast du denn genommen? Ich stehe nicht auf Perverslinge. Außerdem bist du viel zu dünn. Du würdest unter mir zusammenbrechen. Und Shinji nicht? Bitte, Sherry, hör auf, noch mehr Zeit zu verschwenden. Gehen wir. Nein, nein, du verstehst es nicht. Gib mir eine Chance. Zeug zu verkaufen, meine ich. Was ich meine, ist eine rein geschäftliche Beziehung. Denn du weißt ja, wenn du durch das Megabauwerk reist, brauchst du viel Werkzeug. Und wenn dieser Moment kommt, wirst du laut meinen Namen schreien. Meine Güte, na gut. Wie wär's, wenn du mit deinem Namen beginnst? Mein Name ist Rob, König des Schwarzmarkts. Er freut dich kennenzulernen, Schnucki. Nimm das als Geschenk, meine sexy Kundin. Oh, du kennst also die Qualität meiner Ware. Wenn es dir gefällt, komm einfach wieder und ich verkaufe dir alles, was du brauchst. Du bräuchtest natürlich Bits. Ich liebe meine Arbeit, aber ich bin kein Sozialfall. Naja doch, ich bin schon Sozialfall. Ich bin direkt im System. Egal, bleib unauffällig. Seit das Internet angeschlossen ist, ist es hier unglaublich gefährlich. Aber das macht es nur noch aufregender, wenn Kunden mich besuchen und sich mein Inventar ansehen. Der Denzelkopf, den Rob uns gegeben hat, enthält Standortkoordinaten. Ich habe den Ort auf deiner Karte markiert. Der Kopf eines Denzels, Modell DWK-100. Der DWK-100 ist das am meisten weitest verbreitete Modell im Megabauwerk. Der Grund dafür ist die große Bandbreite an möglichen Einsatzzwecken. Der Besitzer einer DWK-100 kann die Primärfunktion sogar noch belieben umprogrammieren. Okay. Hey Schnucki, schon zurück, was kann ich für dich tun? Ihm vertrauen? Noch nicht, Alter. Nasse Schlüsselkarte. Dieser Schlüssel passt in eine Tür in der Diesellagune. Das Zuhause der Mutanten ist für Naive eine gefährliche Pflaster. Stille Wasser sind die Tiefe und dabei sind tödlich. Wird gekauft. Atombatterie. Ach, kann man jetzt hier. Ach, man kann hier jetzt Material von ihm kaufen. Oh mein Gott, ja. Wunderbare Blume. Eine abscheuliche Blume, die im Sumpf wächst. Die kräftigen Farben täuschen über die Tödlichkeit ihrer Pollen hinweg. Das ansprechende Äußere unterstreicht ihre Harmlosigkeit noch. Die fleischfressenden Pflanzen der Diesellagune betäuben ihre Opfer, bevor sie verschlingen. Angeblich blüht für jedes verspeiste Geschöpf ein weiteres Blatt auf. Durchzogener Kern, ein Kragen, fischige Augen, Verkabelung, Säuresack, Seelenplasma, harte Hörner, Kopfgewebe. Okay. Klar vertraue ich dir. Was machst du hier mitten im Gebiet von Infonet? Es ist ja nicht so, dass ich geplant hätte, an so einem schrecklichen Ort zu enden. Ich wandere umher und suche nach einem sicheren Platz, aber entlang des Megabauwerks scheint es nicht viele davon zu geben. Ich bin direkt vor der Textbox. Es ist ein verdammter Albtraum. Wenigstens scheint dieser Tunnel nicht allzu gefährlich zu sein. Da bin ich mir nicht so sicher, aber das ist auch nicht mein Problem. Wenn du einen sicheren Ort kennst, spuck's aus. Naja, selbst wenn ich einen sicheren Ort wüsste, würde ich ihn für mich behalten. Ich weiß nicht mal, wer du bist, König des Schwarzmarkts. Warum sollte ich dir vertrauen? Komm schon, ernsthaft? Glaubst du wirklich, dass ich eine potenzielle Bedrohung für jemanden sein kann? Darum geht es nicht. Was ist, wenn die Roboterpolizei bei dir folgt? Das ist unmöglich. In der Datenbank von Infonet existiere ich nicht mehr. Ich bin ein verdammter Geist-Schnucki. Die denken alle, ich sei tot. Beweise es. Naja, schau dir mein Gesicht an. Ich sehe aus wie ein verdammtes Skelett. Wenn ich keine Probleme will, muss ich mich dann einfach nicht mehr bewegen und so tun, als ob ich tot wäre. Ja, okay, aber das reicht mir nicht. Wenn ich dir meinen sicheren Platz verrate, was würde ich dann von dir bekommen? Ah, was für eine schöne Überraschung. Ich hätte nicht erwartet, dass du so gut verhandelst, Schnucki. Wenn ich dort ankomme, dann hast du den König des Schwarzmarkts zu deinen Diensten, rund um die Uhr. Und du bekommst 10% Rabatt auf jedes einzelne Produkt oder jede Dienstleistung, die du von mir in Anspruch nimmst. Wie wär's mit einem Rabatt von 100%? Ach komm schon, sei gnädig mit mir. Ich kann dir nicht mehr als 50% Rabatt bieten, Schnucki. Wenn ich pleite gehe, kann ich keine Waren mehr kaufen. Okay, wir haben einen Deal. Jerry, bist du sicher? Vertrau mir, Gina, das wird ein toller Deal für uns. Wenn er sich nicht benimmt, reiße ich ihn einfach in Stücke. Teilen von Koordinaten gestartet. Der verbogene Diner. Verbogene Diner, Alter. Verborgene Diner. Daten erfolgreich geliefert. Jawohl. Du bist deine Lebensretterin, Schnucki. Und wenn du etwas Liebe brauchst, geht auf sie aus. Ja, lass mal gut sein, Alter. Ist nicht wirklich günstiger geworden, oder? Jetzt nicht drauf geachtet. Ich glaube nicht. Naja, gut. Wir machen hier einen kleinen Cut.
Ich brauche was zu essen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao!